Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich hatte kürzlich eine Sendung gemacht, da hieß es, dass über 120 verschiedene Krankheiten in Zusammenhang mit der Wirbelsäule stehen. Und deshalb will ich das heute mal in Bezug auf die Körperhaltung nochmals analysieren mit einem Arzt, der unfassbar kompetent ist, der auch im Wissenschaftsgremium von QS24 sitzt. Ich sage Ihnen gleich, wer es ist. Nach dem Intro geht's los. Ja, und da sind wir wieder. Über das Thema Körperhaltung rede ich jetzt gleich mit dem Dr. Med. Kurt Mosetter. Da ist er. Herzlich willkommen. Dankeschön. Lieber Kurt. Ich freue mich. Ebenfalls. Das ist ja eigentlich schon dein Steckenpferd, die Körperhaltung, ja. Die ganze Geburt, der Myoreflextherapie ist ja auch dein Kind. Ich habe da einen Wikipedia-Eintrag übrigens auch darüber gelesen. Wie ist das eigentlich entstanden, dass du dich da mit der Myoreflex... Wie ist die Geburt gewesen dazu? Also mein Papa war Physiker und ich hätte ganz sicher Physik studiert. Und jetzt kennen alle so aus der Schule noch so ein Parallelogramm, ein Rechteck oder ein Quadrat. Und jetzt gibt's ja immer so einen rechten Winkel. Mhm. Und jetzt ist relativ einfach, wenn sich eine Seite Fläche verändert, eine Seite, dann verändern sich die Winkel. Logisch. Also wer ist schuld? Nicht der Winkel, sondern die Seite. Also ich wollte gern Physik studieren, mein Papa, Elektroingenieur und Physiker, der hatte einen Unfall 1951 mit einer schweren Beschleunigungsverletzung. Danach hat er Schwindel, Sehstörungen, Schmerzen, Ausstrahlung in der Arm, Schwäche in der Beine entwickelt und die Erkrankung wurde klassifiziert als Multiple Sklerose plus chronischer Schmerz. Mhm. Und dann wurde er behandelt von 1952 bis 1987 als chronischer Schmerzpatient und MS-Patient. Mhm. Uns wurde alles immer schlechter. Und dann war die Frage, ja, wo kommt das her? Dann habe ich einen tollen Lehrer gefunden, einen Biokinematiker, Walter Packi in Freiburg und einen Atlas-Therapeut, Tilman Görtler in Badenweiler. Und die haben beide meinen Papa anguckt, nach 36 Jahren, also dramatische Eskalation in der Hochschulmedizin mit einer stetigen Verschlechterung. Er konnte nicht einmal mehr sitzen im Stuhl. Und beide haben gesagt, Herr Mosetter, Sie haben einen Unfall gehabt in der Halswirbelsäule. Er sagt, wie sehen die das? Ja? Und die haben an der Körperhaltung gelesen, dass er irgendwann einen Unfall gehabt hat, der ihn dann gebeugt hat. Und die Frage war, wie sehen die das? Und so bin ich bei denen dann in die Lehre. Aufgabe war dann auch ordentlich Medizin zu studieren, dass sie mich als Lehrling akzeptieren. Hast du das alles gelernt wegen deinem Vater? Nur. Mein Gott. Also nur. Und zwar... Natürlich auch, um das besser zu verstehen, aber auch aus Widerstand. Und was mich fasziniert hat, dass er 36 Jahre erfolglos und auch unverschämt behandelt wurde und dass dann zwei Leute im kurzen am Zeitfenster das Gleiche sehen. Jetzt ist die Frage, was passiert beim Unfall? Es gibt eine Beschleunigung und eine Bremskraft. Mhm. Die Meinung von der Atlas-Therapeute war, es ist das Gelenk. Aber das Gelenk, die Deichsel, und der Knochen, die sind nur Teil in dem System. Wer beschleunigt und bremst, das sind die Muskeln und die Faszien. Deshalb war für mich klar, die Muskeln und die Faszien sind Vektoren. Jetzt sind wir wieder beim Parallelogramm, so ein 3D-Parallelogramm. Und dann habe ich Linien gesehen in der Akupunktur, Meridiane. Und das sind Muskel-Faszien-Kette. Und viele denken, es ist die Kette, aber es ist nicht die Kette, sondern es ist das Zusammenspiel von den Ketten und von den Vektoren. Und die gute Nachricht heißt, das System richtet uns immer auf. Egal, ob aus der Osteopathie mit dem Robert Schleib oder mit dem Christian Larsen aus der Spiraldynamik, wir sind uns alle einig, das System richtet sich auf. Und jetzt gibt's Dinge, die uns beugen. Und wenn es uns beugt, wenn wir einseitig wären, durch Unfälle oder durch Stereotypie im Alltag, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für Probleme. Und es geht im ganzen Körper so. Ich bin absolut d'accord. Es gibt sicher noch mehr als 120 verschiedene Krankheiten, die direkte Korrelation zu Wirbelsäuleproblemen haben. Hier oben sitzt eine vegetative Steuerung für die Herzfrequenz, für den Darm, fürs Innenohr, für die Augen, für Hören, für Sehen, für Kognition. In dem mittleren Bereich sind die Dirigente für die Hände. Und in jedem Segment, das ist hochschulmedizinisch schön beschrieben, gibt es eine Ausstrahlung zur Haut,
eine Ausstrahlung zu meinem Organ, eine Versorgung zu meinem Muskel und dann zur Gelenkachse. Und jetzt wird völlig klar, wenn das halt gebeugt ist, so, wenn ich dich an die Krawatte ziehe, ja, dann entsteht ein Problem. Und zwar nicht nur da, wo ich ziehe, sondern du wehrst dich und ziehst in die andere Richtung. Mhm. Und dort entsteht das Problem. Und dort spürt man das dann. Deshalb sind alle myofasziale Schmerzen, alle Gelenkschmerzen, aber auch ganz viele vegetative Störungen auch rund um den Darm direkt assoziiert mit Einschränkungen in der Beweglichkeit und Blockade in der Wirbelsäule. Klar, das ist so, ja. Aber das ist eine unfassbare Aussage gerade gewesen. Ja. Da wird doch bei Gelenkproblemen, Kniegelenke, mhm, Hüftproblematik, da gibt es ja immer nur den orthopädischen Weg. Mhm. Aber hier jetzt genau auf diese Wirbelsäule, auf diese Körperhaltung zu achten, das sehe ich nie. Ja, obwohl es sehr naheliegend ist. Ich mache ein Beispiel, eine Pferdekutsche. Also man hat Pferdchen und man hat eine Deichsel. Die Deichsel ist das Gelenk, ja, die Kutsche ist der Knochen. Jetzt frage ich Sie, wer entscheidet, ob die Kutsche ankommt? Also nicht die Kutsche, sondern die Deichsel. Und auch nicht das Pferd. Und auch nicht das Pferd, sondern der Kutscher. Und der Kutscher sitzt hier oben. Mhm. Wenn ich aber lang sitze, kann sein, dass eins von den Pferdchen so wild wird. Eines wird schwach, Nagergaul. Und das andere verkürzt und wird wild, dann reißt es im Kutscher die Leine aus der Hand. Das heißt, manchmal kann es auch sein, dass ein Wildpferd oder ein Ackergaul dazu führt, dass die Deichsel fehlbelastet wird. Jetzt stellen Sie sich vor eine 3D, eine Harry Potter Kutsche, mit ganz vielen Pferdchen und mit vielen Deichseln. Das ist die Wirbelsäule. Und jetzt haben wir wieder den Kutscher mit den Zügeln und wieder viele Pferdchen. Aber ganz klar, die Deichsel ist nicht. Wenn allerdings die Pferdchen aus dem Lot sind oder der Kutscher, dann haben alle Deichseln ein Problem und die Kutsche auch. Und dann kann jedes Segment von der Wirbelsäule betroffen sein. Deshalb d'accord, die Segmente von der Wirbelsäule haben einen gravierenden Einfluss auf ganz viele Probleme. Ich gehe aber einen Schritt weiter. Es ist nicht das Gelenk und nicht der Knochen, sondern es ist die dreidimensionale Vektorrechnung. Die Muskeln und Faszien 3D synchronisieren. Das ist die Physik. Und deshalb braucht es die Physik als zusätzliche Ebene, die Biokinematik, die Bewegungsgesetze in Funktion besser zu verstehen. Und das ist eigentlich ein relativ überschaubares Geheimnis. Die Pferdekutsche wäre ein Beispiel oder der Kran. Denn eine Zeit, wenn man im Stau steht, gibt es ja viele Baustellen. Und so ein Kran besteht, ich habe einen Stahlträger. Der ist übrigens in Leichtbauweise konstruiert, wie der Knochen auch. Und die Seilzüge. Jetzt wird klar, wenn einer von den Seilzügen zu kurz wird oder zu stark, dann kippt der Kran. Aber da kann eigentlich der Kran nichts dafür, sondern das sind die Zügel. Deshalb sind es myofasziale Ketten, die Gelenke feinjustieren. Wenn die lange Zeit aus dem Ruder sind, wenn die Körperhaltung im Stress entgleist, dann gibt es Blockade, wo dann das Wirbelkörpersegment in der Blockierung, das autonome Nervensystem wieder belastet und dann wieder ein Stressauslöser. Deshalb haben alle recht, auch die Neuraltherapeuten, die Chirotherapeuten. Aber man braucht ein größeres Ganze. Und am Schluss brauchen wir jeden Betroffenen, der sein muskuloskeletales System wieder in Schwung bringt. Mhm. Training, mhm. Aufrichtung, Übung. Naja, aber da müssen wir jetzt nochmals reingrätschen, denn es gibt ganz viele Zuschauer, die haben jetzt irgendwelche Schmerzen und studieren schon lange da herum, was zu tun ist. Sie schlucken Schmerztabletten für die Knien oder der Arzt sagt, ich gebe eine neue Bandscheibe oder es gibt eine Operation in der Hüfte und oder Gelenkversteifung im Rücken. Ich habe auch schon gehört, dass selbst Gicht ein Auslöser sein kann von der Wirbelsäule oder eben von diesem 3D da hinten. Da muss ich sagen, das ist ja unfassbar. Wir doktern hier irgendwo an den Fingern herum oder an den Knien herum, um den Schmerz in den Griff zu kriegen. Verstehe ich, ist ja auch gut so. Aber wir gehen nicht an die Ursache, an den Kran, der das Seil jetzt nicht mehr gespannt ist. Und das schockiert mich ein bisschen. Ja, das Dilemma ist, man hat natürlich versucht, mit bildgebenden Verfahren das zu erfassen. Jetzt mal ja, verstehe ich auch. Und dann guckt man das an, dann guckt man es noch genauer an, dann macht man so ein Kernspintomogramm und dann sieht alles so aus, als wäre das die Ursache. Deshalb richtig, man untersucht es, aber dann muss ich wieder zurückzoomen und sagen, wie ist der Körper im Lot? Und jetzt wird klar, die Führung vom Kniegelenk, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, hat
hier vorne sozusagen ein starkes Pferd, links und rechts, also außen und innen starkes Pferd und hinten. Ja, und jetzt wird klar, je nachdem, wie die Zügel sind, wird das Kniegelenk entweder richtig oder falsch belastet. Zudem entscheidet sich aus der Achse, aus dem Becken. Viele Menschen möchten halt gerne schnelle Lösung und dann hat man Versprecher, die Spritze oder einen Eingriff da. Aber das Geheimnis heißt, so früh wie möglich, wenn man was spürt, Ursachensuche. Und dann braucht es Training, Physiotherapie, physikalische Therapie, Myoreflextherapie und ein Assessment. Und dann gibt es gezielte Übungen. Eine wichtige in der Zeit, das sind die Kraft in der Dehnungsübungen, also nicht verkürzen. Und nicht den Muskel nur stärker machen, sondern Beweglichkeit, Länge, Kraft in der Dehnung. Und dann kann man die Pferdchen wieder ins Lot bringen, die Zügel in die Hand nehmen. Und dann hat man gute Möglichkeiten, dass selbst wenn die Arthrose schon da ist, dass man trotzdem schmerzfrei wieder bewegt. Also wirklich gute Botschaft. Also da nennen wir doch die Krankheiten auch beim Namen. Du hast jetzt gerade Arthrose auch genannt. Also alle diese Leute, die jetzt wirklich Knieprobleme haben, oder machen wir mal eine Auflistung. Wir machen jetzt gleich die Auflistung, die sollten sich eigentlich mal überlegen, ob sie nicht zuerst den Bewegungsapparat abchecken möchten. Also Arthrose hast du gesagt, also, Gicht. Genau, Kniegelenk, Sprunggelenk, die Gicht, Ellbogenbeschwerde, Schulterarmbeschwerde, Nackenbeschwerde, dann diese Repetitive Strain Injuries, also solche Probleme in den Fingern. Das sind eben nicht lokal verorterte Probleme, seltenst, sondern systemische, wo eigentlich das Gleichgewicht verloren gegangen ist. Und in der Situation sollte man so früh wie möglich die Muskeln und die Faszien für reibungslose Gelenkaktivität wieder ins Lot bringen. Und deshalb ist dort eigentlich die Wirbelsäule und die Körperhaltung überragend wichtig. Wir haben angefangen mit deinem Vater nach 37 Jahren. Da kam diese klare Statement, da muss ein Unfall gewesen sein, hat man korrigiert. Hat er sich nach so langer Zeit, wo alles, das System natürlich irgendwo auch festgefahren wird, wo vielleicht auch so einkalkifiziert wird oder was auch immer, noch die Chance, das System zu ändern? Das war eine sehr gute Frage. Also meine Lehrer waren der Überzeugung, nach 36 Jahren ist zu spät. Für mich war klar, also wenn es nicht der Knochen war, der ist ja nicht gebrochen. Also es hätte ja, er hätte ja das Genick brechen können, wenn der zweite Halswirbel bricht. Mhm. Aber wenn es nicht der Knochen war, war es die Muskeln und Faszien. Mhm. Wenn es allerdings die Beschleunigung war, die Bremskraft, muss ich einfach jeden Tag behandeln. Mhm. Ich war überzeugt, es ist nicht das Gelenk und nicht der Knochen, obwohl eine schwere Arthrose. Also nach 36 Jahren Immobilisation kann man sich das gut vorstellen. Schwere Arthrose, schwere degenerative Veränderungen gehabt hat. Wir haben jeden Tag behandelt über 1,5 Jahre. Er hat jeden Tag 2 oder 3 Mal eine halbe Stunde seine Übungen gemacht, trotz dem Schmerz. Und er hat wieder ganz normal laufen gelernt. Er hat ganz normal laufen gelernt. Er konnte wieder 5 Kilometer laufen. Er hat ein schmerzfreies Leben geführt. Und es war so spektakulär, dass es natürlich für alle wie ein Wunder war. Aber es war harte Arbeit. Deshalb hat dann der SWR 1 auch eine Dokumentation drüber gemacht und hat die Menschen, die ihn damals gekannt haben, im Rollstuhl interviewt und haben das eigentlich dargestellt, wie das Ablauf ist. Und die Basis war sicher seine Ernährung, also eine anti-entzündliche Ernährung. Das war die Grundlage. Zucker schadet auch der Muskel und der Faszien und der Gelenke, macht eine Osteoporose. Aber das andere waren dann die Behandlungen. Es ist also fast nie zu spät. Ein anderes Beispiel war ein Patient, der ist jetzt mit 100 Jahren verstorben in Konstanz. Der kam 1995 zu mir mit 3 Operationsterminen, Kniegelenk und Hüftgelenk und Spinalkanalstenose. Und seine Frau hat damals entschieden, wenn wir mit einem anfangen, dann bricht das System ein. Die hat es gut erkannt. Wir haben dran gearbeitet und er war mit 100 Jahren schmerzfrei. Mit 100 Jahren schmerzfrei. Die Gelenkarthrose, das war ein Zeichen von der Fehlbelastung, die haben sich verbessert über die 25 Jahre. Und er ist schmerzfrei eingeschlafen. Was für ein Segen. Ohne Operation. Wenn man sagt, wenn nur das rechte Knie wehtut und das linke nicht, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass der Zusammenhang eigentlich nur im Rücken zu finden ist. Manchmal ist es so, also der Rücken immer und dann kommt was Verrücktes. Manchmal ist dann ein Knie, das linke,
wäre mehr betroffen, sodass das Gehirn sagt, wenn der Mensch dort zu viel belastet, gerät über die Fehlbelastung der Innenmeniskus oder das Gelenk unter Druck. Dann gibt es eine Umlagerung von der Belastung nach rechts. Das Rechte wird aber jetzt viel mehr belastet als Linke. Dann tut es rechts weh, aber die Ursache liegt im Rücken links. Mhm. Das bedeutet, wir springen dann nicht auf die Beschwerde rechts, sondern wir gehen zum Rücken, wir gucken uns die Achse an, dann gibt es Übungen und in der Myoreflextherapie rekonstruiert man. Wir gehen den Weg zurück, um das besser zu verstehen. Gibt es heute noch Leute, die einfach mit einer gesunden Körperhaltung daherkommen? Wahrscheinlich immer weniger. Ja, gell. Wahrscheinlich die Leute, die viel Yoga, Tai Chi und Qigong machen. Also die, die an sich arbeiten. Dann gibt es sicher Menschen, die arbeiten nicht so viel wie mir in dem Kulturkreis. Und auch, das ist auch meine Schwachstelle. Also du sitzt besser als ich. Ja, ja, ich habe hier etwas im Rücken drin. Gell? Ja, ja. Sonst ging es nicht. Genau. Und man neigt dazu, dass man in die Überlastung geht. Und es braucht ein aktives Gegenregulieren. Und es gibt in unserem Kulturkreis nur noch wenige mit einer ganz aufrechten Wirbelsäule. Deshalb braucht es eigentlich eine Wirbelsäulenpflege, eine Haltungspflege. Und ob Sie da Pilates, Tai Chi, Qigong oder Yoga machen oder Kraft in der Dehnungsübung, das hilft alles. Aber man braucht als Attribut des Gleichgewichtes zum viele Sitzen eigentlich die Gegenbewegung. Wenn ich nochmals zurückschaue auf das, was ich in einer anderen Sendung gelernt hatte, war, ist, dass die Wirbelsäule eigentlich eine Stellung hat, die normal wäre. Mhm. Und durch die Belastungen des Lebens kann sich die Wirbelsäule verändern, von der Körperhaltung her. Und wenn sie natürlich anders ist, dann zieht es irgendwo. Ja. Ist ja völlig logisch. Ja. Und dort, wo es zieht, kann es vielleicht wirklich Gicht geben oder das Rücken oder Knieschmerzen und. Und er hat mich auch angeschaut und gesagt, ja, also auch deine Wirbelsäule ist nicht korrekt. Auch da sind Verspannungen da. Ich finde ein geübtes Auge eines Arztes in diesem Bereich unfassbar wichtig. Wenn er das sofort sieht, wie die Körperhaltung ist, dann kann er doch präventiv schon agieren und sagen, ah, wenn das nicht korrigiert wird, hast du in 10 Jahren Arthrose. Ja, die Körperhaltung lesen. Genau, das ist wieder die große Domain eigentlich von Bewegungskünstlern, von Physiotherapeutinnen, Physios, Myos, dass man das liest. Manchmal kann man sogar rekonstruieren. Ich mache mal noch ein Beispiel. Mhm. Es gab einen berühmten Handballspieler, das war der Gilles Bertrand, französischer Nationalspieler. Der hat beim HSV Handball gespielt und er wurde einmal und zweimal und dreimal von guten Operateuren an der Achillessehne operiert. Achillessehne links. Mhm. Leider ist er nicht mehr zurückgekommen und er konnte schon gar nicht mehr trainieren und auch schlecht laufen. Dann hatten sein Trainer, der Schwalbe und der zuständige Physiotherapeut nach Konstanz geschickt. Nach 5 Tagen ist er wieder gesprungen, gelaufen, trainiert. Deutscher Meister, Olympiasieger, Champions League-Sieger. Jetzt, was ist passiert? Die Achillessehne war nur das schwächste Glied in der Kette. Er hat ein anderes Problem gehabt. Er hat als Welthandballer des Jahres hat er einen Schlag rechts in die Rippe gekriegt, links in die Rippe gekriegt und dann ging er in die Schonhaltung. Die Schonhaltung hat dazu geführt, dass er von der Haltung weniger Flexibilität und mehr Spannung gehabt hat. Und diese Spannung hat aus seinem GPS ausgehebelt. Und deshalb ist die ganze Spannung nicht mehr frei im Vektorsystem verteilt gewesen, sondern die ist über die Rückenfaszie, über den Tractus iliotibialis in der Achillessehne. Und das letzte Quäntchen, was überlastet wurde, war die Achillessehne. Die haben wir gar nicht berührt, sondern haben das Becken behandelt. Die Muskeln, die betroffen waren, die Wirbelsäule, dann das GPS und der Schmerz ist verschwunden. In der Folge ist dann der Trainer, der vorher gedacht hat, ja, gehen wir alle zur Wellness nach Konstanz, der Gilles Bertrand, sein Bruder, der Gilles Guillaume, der ist Trainer bei der französischen Nationalmannschaft, gesagt, Trainer, die Ausstrahlung in der Arm, schlechter Schlaf, oder? Er hat gesagt, ja, mitkommen nach Konstanz. Nach 2 Minuten hat er gesagt, Jungs, keine Wellness. Das ist eine Trainingseinheit. Mhm. Und dann kann man diese Übungen integrieren. Das heißt, selbst bei strukturellen Schädigungen an der Achillessehne oder am Knie kann man noch richtig viel tun, wenn ich überlege, wo hat es angefangen. Wir behandeln dann also nicht da, wo es weh tut, dass man sich nicht
paralysieren lässt. Das macht das bildgebende Verfahren. Sondern man versucht, die Geschichte zurückzuspulen. Bei meinem Papa war es der Unfall 1951. Bei einem Mensch war es ein Autounfall, wo das Auto sich gedreht hat, ja, bei einem Unfall. Bei einem anderen Kind war es ein Schlittenunfall, der dann eigentlich einen Schlag vorne aufs Kinn gekriegt hat und der Rest vom Leben sich dem angepasst hat. Aber das haben wir doch alle irgendwo irgendwas erlebt und niemand hat jetzt irgendwas behandelt, sondern wir leben eigentlich mit den Folgen dieses Traumas, oder? Genau, deshalb meine ich, so früh wie möglich die Signale verstehe, dann sich einen Rat hole und dann dort eigentlich gegenregulieren. Bin mir noch nicht glücklich, denn eigentlich ist dieses, das Auge des Arztes müsste geschult werden, seinen Patienten sofort zu sehen. Da kommt zwar wegen ganz was anderem, aber ich müsste eigentlich in der Kette zurückdenken. Das heißt, eigentlich müsste das eine Universitätslehre werden zur Ausbildung, oder? Absolut. Das war die funktionelle Anatomie und die konservative Orthopädie war ein großes Fach. Und das wünschen wir uns in die Ausbildung zu integrieren. Unbedingt. Und das war früher auch der Hausarzt, der meinetwegen die Menschen als Kind gekannt hat, wenn sie groß wurde. Und der hat es noch besser auf dem Radar gehabt. Heute brauchen wir deshalb ein interprofessionelles Team. Wir brauchen jemanden, der vielleicht ein Bild macht. Wir brauchen den Spezialist, der das Gelenk anguckt. Wir brauchen einen Physiotherapeut. Und im Team, im Zentrum vom Team, mit der Partizipation vom Betroffenen, entwickelt man ein Konzept. Das ist eigentlich die Idee. So müsste man das heute sicher machen. Und deshalb muss nicht jeder alles wissen, aber man braucht eine bessere Zusammenarbeit. Mhm. Blick in die Glaskugel. Wenn du jetzt siehst, wie viele junge Leute mit dem Handy nach vorne gerichtet eigentlich ständig herumlaufen, also diese Kopfneigung ist ja auch nach vorne gerichtet, nach unten. Das gibt ja einen Druck hier hinten. Absolut. Da wird doch was passieren. Also ich will nicht Schwarzmaler sein, aber das gibt eine Katastrophe. Ich nehme mal die Worte von meiner Mentorin in der Neurobiologie, das ist die Frau Professor Gertrud Teuchert-Noth. Die hat es auf dem Radar, die ist aktiv fürs Bildungsministerium. Die sagt, das ist eine Katastrophe, dass schnelles Bilderleben, Handy, der Computer und die Digitalisierung dazu führt, dass die Wirbelsäule aus dem Lot gerät. Die geht sogar noch einen Schritt weiter, denn die sagt, für ein gutes Gehirn, für ein sozial kompetentes Gehirn, für kognitive Funktionen brauchen Kinder und Jugendliche Spiel, Spaß, Sport, der Wald, Training, Ball und Koordination. Musizieren. Wenn das wegfällt und wenn der Blick schon am Anfang eingeengt wird, dann entsteht Stress. Das führt dazu, dass ganz schnelle Bilderreize ständig hier hinter die Sehrinde aktivieren. Aber dass Motorik und Koordination und Stirnhirnkompetenz gar nicht mehr sich entwickeln. Und deshalb gerät nicht nur die Körperhaltung aus dem Lot, sondern auch der Konfliktdetektor in unserem Gehirn, die Sozialkompetenz. Und deshalb setzt es sich dafür ein, dass man eigentlich den Rückfall zum Neandertaler vermeide. Hm. Genau, und deshalb total wichtig, eigentlich, dass Kinder und Jugendliche so viel wie möglich rausgehen und Sport machen und die Zeit am Laptop und am Computer eigentlich sozusagen gut getimed wird und dass man die eigentlich so plant, dass man nicht in ein Übermaß kommt. Absolut. Tja, der Trend ist ein anderer. Noch meine letzte Frage. Was mir auch immer wehtut, ist, wenn ich am Spazieren bin und Menschen sehe, meistens älteren Jahrgangs, die bereits so einen 20-30% Winkel haben des Rückens, aber manchmal sogar wirklich 90. Mhm. Das tut mir beim Zuschauen schon unfassbar weh, weil das muss ja Schmerzen haben ohne Ende. Ist es da schon zu spät oder wie bei deinem Vater möglich? Auch da ist alles möglich. Je früher, desto besser. Da mache ich noch eine ganz süße Patientin aus dem Appenzell vom Thomas Rau, wo die zu mir geschenkt, die Frau H. Die Frau H. hat eigentlich eine schwere Skoliose. Der Rippenbogen war schon über ihrem Beckenkamm. Dann kriegt man schlecht Luft und das Herz gerät unter Druck und Arthrose und alles. Und der Thomas Rau hat ihr gesagt, also, jetzt machen wir noch einen Termin beim Herrn Moseder und dann gucken wir mal. Und er hat gesagt, also, wenn Sie jeden Tag Ihre Übungen machen, wir behandeln diese Pferdchen und die Zügel
Wenn Sie jeden Tag zweimal eine halbe Stunde Übung machen, dann schaffen wir das, dass Sie wollt gern zu Hause bleiben und nicht ins Heim. Dann schaffen wir das. Die Frau H. hat jeden Tag zweimal eine Dreiviertelstunde Übung gemacht. Und die Skoliose war im abenteuerlichen Winkel. Und innerhalb vom Verlauf von 5 Jahren hat sie sich aufgerichtet, hat nur noch ein kleines Rucksäckchen und ist bis zum Schluss von ihrem Leben zu Hause wohnen geblieben, ohne Beschwerde. Das heißt, Der Thomas Rau hat die Weiche gestellt, wir haben sie gesteckt, aber entscheidend war ihre Übung. Und die Winkelmaße von der Belastung im Iliosakralgelenk und in der Skoliose haben sich verbessert. Auch noch nach 74 Jahren. Also es ist fast nie zu spät, aber ich brauche dann Training und eine gute Betreuung, dass man nichts Falsche trainiert, sondern das Richtige. Mein Tipp, so früh wie möglich beginnen. Weißt du, das ist jetzt auch so ein schönes Beispiel. Einerseits diese Patientin, aber was ich eben auch daraus gehört habe, ist, dass ein Professor Dr. Thomas Rau einfach die Größe hat, zu sagen, hey, ich beziehe einen Kurt Musitter herbei, der einfach sich darin gut auskennt, sodass wir zum Wohle des Patienten agieren. Kein Ego im Vordergrund, sondern nur das Wohl des Patienten. Das ist doch gut. Und das war 20 Jahre schon. Wow. Das war noch vor 20 Jahren in der Paracelsus. Super, ich danke dir ganz herzlich. Ich finde, das ist eine so wichtige, bedeutsame Sendung gerade gewesen, wo wir die Zusammenhänge von so vielen Krankheiten auf die Wirbelsäule, auf die Körperhaltung zurückführen, wo wir eigentlich alle etwas machen könnten. Du hast gesagt, Myoreflex-Leute, wie sieht's aus mit den Chiropraktikern? Haben die auch ein bisschen ein Auge dafür? Die haben oft ein sehr gutes Auge dafür, so wie meine Lehrer mit Atlas-Therapie, Manualtherapie. Die haben ein gutes Auge, die sehen das. Und da macht es unbedingt Sinn, auch an der Ebene anzusetzen. Aber am besten in Kombi, zum Beispiel mit Neuraltherapie oder Myoreflextherapie. Je besser man kombiniert, umso schneller wäre unsere Klientin wieder gesund. Neural hast du gesagt, Neuraltherapie ist ja das mit der Infusion von Prokain, oder? Direkt, Ja, oder mit einer Injektion. Das heißt, da gibt es sehr gute Neuraltherapeuten. Das war eigentlich auch der Punkt mit dem Dr. Kuhnke oder mit dem Dr. Rau und vielen anderen sehr gute Neuraltherapeuten, auch in der Paramed mit einer Schmerzärzte und um das Simon Feldhaus. Und dann kann man tatsächlich bei zu viel Stress so ein Ganglion anspritzen und übers Vegetativum wäre die Muskeln anders angesteuert und man hat eine deutliche Verbesserung. Also diese Übersäuerung wird durch Prokain, wo wahrscheinlich eine Base ist, neutralisiert. Genau. Dann wird es weicher. Und dann gibt es ein kleines Reset und fährt wieder hoch. Also auch das eine tolle Maßnahme in Kombi. Und das wäre mein Plädoyer und Wunsch für die Zukunft. Wenn wir das gut kombinieren, kommen wir schneller ans Ziel, nachhaltiger ans Ziel. Mit einer Schulung für die Betroffenen. Jetzt könnt ihr was tun. Die Handbremse ist gelöst. Und jetzt könnt ihr selber wieder fahren. Ich kann nur hoffen, dass sich diese Sendung richtig viral verbreitet, denn sie ist der Schlüssel zu ganz, ganz vielen chronischen Kranken, schmerzhaften Leiden, wo man heute einfach nicht an der richtigen Ursache sucht, sondern einfach an der Wirkung herumdoktert durch das bildliche Verfahren. Alles verständnisvoll, alles logisch, alles klar. Und trotzdem haben wir heute auch wieder gehört, dass irgendjemand die Zügel in den Händen hält, der letztendlich verantwortlich ist für die Leiden über die Knie, Hüfte und weiß Gott wo überall. Ganz eine wichtige Sendung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bitte verbreiten Sie diese Sendung auch an die Leute, die jetzt gerade irgendwo Schmerzen haben oder Körperhaltungsprobleme haben, damit man ihnen wirklich zeigen kann, das gibt einen Schlüssel, der hier helfen kann, um aus den Schmerzen rauszukommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast, Dr. Kurt Musitter. Große Ehre, große Freude. Dir. Wirklich wieder eine brillante Sendung. Danke dir. Und Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.